Heute wurde in der Frömmelgasse 31 in Floridsdorf der erste Samariterbund-Sozialmarkt eröffnet. Der Andrang war enorm, die Nachfrage ist definitiv vorhanden. Ohne Zweifel ist es eine wichtige Einrichtung für viele Menschen in unserer Stadt. Wenn ich bedenke, dass etwa 200.000 Wienerinnen und Wiener im Vorjahr soziale Unterstützung der Stadt bekommen haben, dass wir in Summe 1 Milliarde Euro im Budget vorgesehen haben für soziale Leistungen. Nicht zu vergessen, dass die Verantwortung für den Nächsten wir alle haben. Georg Jelenko leitet den Sozialmarkt. Und vor 8 Wochen ist es gesagt worden, dass wir anfangen, hier einen Sozialmarkt in 21 Bezirken aufzumachen. Und da hatten wir nicht einmal noch einen Mietvertrag. In so einer kurzen Zeit ist das normalerweise nicht möglich. Aber ich bin stolz darauf, auf den Samariterbund, dass wir es so geschafft haben. Und für seinen unermüdlichen Einsatz verleihen wir Georg Jelenko den Wiener der Woche.